Ich bin klar der Auffassung, dass wir jetzt alles tun sollten, um Europa zu stärken und deswegen zunächst einmal das Gespräch mit dem österreichischen Bundeskanzler Kurz abwarten, wie wir dort vorankommen können und wie wir europäische Lösungen voranbringen. Ich habe vorhin ausdrücklich betont, dass nach dem, was in Kanada passiert ist, wir Europa stärken müssen und nicht schwächen sollten.